So, da bin ich wieder mit meinen 101.537 Seelen. Cool ist ja, dass ich hier auch wieder, ihr habt es ja vorhin bei Snuggly schon gesehen, ich habe ja hier wieder einen ganz tollen Ring gefunden. Ich glaube, den werde ich dann im Endkampf auch wieder anziehen. Wo ist er hier? Dieser schöne goldene Ring. Ich hoffe, den nehme ich mit ins New Game Plus. Hier der Schutzring der Gunst. Der einfach meine Trefferpunkte, Ausdauer und Last noch weiter erhöht. Ich hoffe dann einfach mal, dass es die Last so weit erhöht, dass ich dann hier, wie heißt er, hier Havelsring ausziehen kann. Weil das wäre natürlich blöd, wenn ich Havelsring dann trotzdem noch brauche. Und ich muss einmal entscheiden, ob ich dann die Havelrüstung die ganze Zeit weitertrage. Ja, ich werde jetzt noch ein wenig leveln. Zwei Level sind dann schon drin. 57.000. Ich habe noch ein paar Seelen im Inventar. Was machen wir da? Machen wir erstmal Kondition oder Beweglichkeit. Ich glaube, ich mache hier einfach erstmal Vitalität noch zwei Level hoch. Ist, glaube ich, ganz nett für den Endkampf. Und im New Game Plus werde ich dann wahrscheinlich Vitalität, Kondition und Beweglichkeit nur noch leveln. Vielleicht auch Resistenzen, man weiß es noch nicht. Muss ich mal überlegen. So, einmal Vitalität. Jetzt brauchen wir nochmal 58.000. Die kriegen wir bestimmt noch zusammen. So. Warte. So müssen wir das machen. Nee, so müssen wir das machen. Und dann müssen wir hier runter. Hier habe ich ja noch ein paar Seelchen übrig. Ich glaube, für zwei Level reicht es nicht mehr. Mal gucken, wie viel die geben. Nee, das wird nicht mehr für zwei Level reichen. So, nehmen wir noch zwei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die Seelen damit rübernimmt. Ich habe noch schon überlegt, ob ich mir noch Bolzen kaufe. Ich weiß halt nicht, ob man die Bolzen mitnimmt ins New Game Plus. Wahrscheinlich sagen jetzt einige, ja, das geht natürlich. Und ich lasse jetzt die Seelen einfach liegen und kaufe mir keine Bolzen mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es jetzt abschließen. Ne? Alles, was ich jetzt versaut habe, was ich nicht gemacht habe und, werde ich in einem New Game Plus dann machen. Dann habe ich da eben noch ein bisschen zu tun. Man muss ja im First Run hier nicht alles super gut machen. Ne? So, also wir steigen nochmal auf. Oh, es reicht noch nicht. Oh Gott, wie viel fehlt mir da jetzt? Dann gehe ich da aber lieber nochmal schnell ins Skelett hauen. Da nehme ich jetzt keine Seele für. Rennen wir nochmal schnell zum Friedhof. Oh, der Fram pennt schon wieder. Ach genau, ich habe bei Framp auch noch ganz viel Zeug verkauft, aber das habe ich euch wahrscheinlich schon gesagt. Lol. Da bin ich auch zum Framp gelaufen und der pennt halt, ne? Und ich wusste nicht, wie ich den aufwecken kann. Dann habe ich den auch erst getreten und dann geschlagen, aber da ist irgendwie nichts passiert. Naja, irgendwann war er dann wieder wach, als ich nochmal eine Runde gedreht habe und dann konnte ich mein Zeug verkaufen. So, 991, reicht das jetzt? Ich weiß nicht. Hier stehen ja auch noch ein paar auf. So. Oh, ja. Zack und zack. So. Das reicht dann jetzt. So, machen wir das eine Level noch und dann werden wir runtergehen zu Quinn, oder? So, ihr habt mir auch geschrieben, dass ich hier irgendwo Bossrüstungen kaufen könnte bei einem Typ unter einer Brücke, aber ich bin mir nicht sicher, was ihr da meint mit Brücke. Hier könnte ich sogar Menschlichkeit noch kaufen. Ach, naja, egal. Wie gesagt, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt gemacht habe. Und das muss dann auch reichen fürs nächste Spiel. Dumm. Ja. Steigen wir noch schnell ab. Und dann machen wir uns mal auf dem Weg zu Quinn. Ich lege jetzt mal den Ring noch an. Mache ich es jetzt gleich. Mal, wie schnell bin ich? So. Aber wenn ich den ja ablegen muss, dann geht er ja kaputt. Da tauschen wir jetzt erstmal den Ausdauerring ein, weil ich ja immer noch die Maske habe. So, den ziehen wir wieder an. Stopp. Was war das denn? Reicht leider nicht.
Müssen wir doch Havels Ring anziehen, aber das ist okay. Das ist jetzt. Stört mich nicht. Ich ziehe dann einfach die Ausdauermaske an. So, und dann machen wir hier. Moment, nee, wir machen so. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zur Schlafmütze. Beziehungsweise, welche Brücke könntet ihr denn hier meinen? Bossrüstung. Naja, ich habe jetzt eh keine Seelen mehr. Scheiß drauf, brauchen wir jetzt keine Bossrüstung. So, jetzt pennt er halt schon wieder. Wach auf! Wach auf! Kann ich einfach runterspringen oder sterbe ich dann? Hallo! Du musst mich verschlucken und nach unten bringen. Mann, ey, wie soll ich das jetzt machen hier? Ist doch blöd. Jetzt werfe ich den einfach mal mit irgendwas. Was könnte man denn hier nehmen? Ah, ich habe keine Ahnung. Ihr seht, ich habe die ganzen Boss-Seelen auch noch. Ich habe mir jetzt also keine Bosswaffe geschmiedet. Das ist auch so eine Sache, die hebe ich mir dann hoppala, für New Game Plus auf. Ja. Scheiße. Ich glaube, ich werde jetzt einmal nochmal das Spiel kurz beenden und wieder neu reingehen und dann müsste er wach sein. So machen wir das und ich cutte das Ganze dann auch schnell. Weil das ist ja jetzt nicht so interessant für euch. Können wir mal gucken. Ich lege mir, glaube ich, einfach mal hier beschleunigt vorübergehend Ausdauer. Komm, wir legen uns das mal noch rein. Sicher ist sicher, ne? Wir machen mal hier lila Moosklumpen mal noch mit rein. Und was gibt's noch? Wir nehmen mal noch die schwarzen Bomben. Da haben wir noch welche gekauft, oder? Oder nicht? Ach, hier übrigens die Seele des Manus könnte man auch bei, ja, bei diesem Vogelnest da reinlegen. Dann kriegt man einen Zauber dafür. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Hier, die getrockneten Finger kann man da auch reinlegen. Also man kann auch viele andere Sachen reinlegen. Hab euch da jetzt, wie gesagt, nicht alles gezeigt. Und von daher... Hier, Goldharz, das können wir noch mit reinlegen. Von daher, ja, es gibt da ja eine Liste im Internet zu finden, was man alles tauschen kann. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich cutte nochmal kurz, weil Fram pennt halt, ne? Der dumme Sack, der... So, ich cutte hier nochmal ins Menü rein, einfach nur, damit ihr nochmal seht, wer das ganze Let's Play mitverfolgt habt, der sieht hier einfach mal, ne, 74 Stunden haben wir das Ganze jetzt gespielt, wir sind auf Stufe 99 gekommen, unglaublich, da sind wir also, das ist der längste, der männliche Ritter, kopflastig, ja, ne, so. Ja, ich wollte es euch einmal nochmal zeigen. Wir gehen jetzt mal rein und wir hoffen mal, dass Framp jetzt hoffentlich, ja, wach ist. Er knirscht mit den Zähnen, das sieht gut aus. Dann gehen wir da jetzt mal runter. So. I am pleased to see you well. Ja. Is it something urgent? Ja, ich möchte gerne runter. Very well. Then stay still for a moment. Das ist schon eine Leistung, oder? Verschlingt er mich da mit Havels Rüstung? Das muss doch schwer in der Speiseröhre liegen. Ja, muss doch eklig sein. Aber gut. So, da sind wir wieder unten. Ich hoffe, ich muss jetzt hin. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpeilt. Aber ich glaube, wir können da jetzt diese komische Tür aufmachen, oder? Feuerband, Altar. Ich habe auch mal gesehen, dass es irgendwie zwei von diesen Viechern hier gibt, die wie Framp aussehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt herbeiruft. Aber das sind alles so Sachen, das kann man dann im nächsten Durchlauf mal ausprobieren. So. Wir machen das mal. Machen wir mal Herrschergefäß Seelen darbieten, oder? Die Tür öffnet sich. Ja, dann bringen wir das Ganze mal zu Ende.
sterbe ich jetzt hier noch 100 Mal, aber egal. Ich bin ja ganz schön laut hier. Was ist das denn? Muss das so sein? Oh, das sind irgendwie Geister der schwarzen Ritter, kann das sein? Schon, ne? Die bemerken mich gar nicht. Sind wir denn jetzt? Ofen der ersten Flamme. Okay. Na, ich dachte, es geht jetzt direkt in den Bosskampf, aber irgendwie passiert ja noch was. Hier liegt überall Asche rum. Egal, wir haben eine Maske auf. Holen uns hier keinen Lungenkrebs. Ach, guck mal, das sind schwarze Ritter hier. Ja, dann kommen wir doch mal ran. Mal gucken, wer jetzt hier der Bessere ist, wa? Ja, so viel dazu. Ja, da gibt es nochmal einen grauen Brocken. 2000 Seelen. Die nützen mir doch jetzt gar nichts mehr, oder? Was ist das hier? Ein bunter Stein. Okay. Scheint so, als wäre es hier mal sehr, sehr heiß gewesen, oder? Sieht alles sehr verbrannt und angeschmolzen aus hier. So, da kommt der Nächste, hat auch ein Schwert. Oh, da habe ich jetzt Mist gemacht. Ich wollte eigentlich anspringen. Warum springt er denn nicht? Oh. Roten Brocken für. Trinken wir mal einen drauf. Boah, wie viel Ausdauer ich jetzt wieder habe und wie viel Lebensenergie. Ja, das ist schon cool, der Ring. Es tat mir ja so ein bisschen weh, als wir den damals abgelegt haben. Boah, jetzt ist das hier noch so riesig. Ich dachte, ich mache das jetzt hier mal ganz schnell zu Ende. Ja, mal gucken, wie lang der Part dann im Endeffekt wird. Überall noch so Ritter. Wow, wow, wow. Kamera, mach keinen Scheiß. Ah, gehen wir mal hier rum. Jetzt kann man hier auch noch überall runterfallen, ey. Was soll denn das? Komm mal hierher. Oh. Schwarzritter Großschwert. Uiuiui. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Können wir noch gerade mal hier auch schallen. 220. C auf Stärke. Ja, das ist jetzt aber nicht so groß. Kann das irgendwas? Das ist auch nicht das Schnellste. Das ist wahrscheinlich immer nur stark, oder? Tausche ich wieder aus gegen meine schwarze Ritter Hellbarde. Ja, komme ich hier lang, ohne abzurutschen. Jawohl.
Ach, geil. Ja, die können wir uns auch noch mal schnell angucken. Ich glaube, den Helm hatten wir schon, ne? Irgendwas hatten wir, glaube ich, schon. Ja, sieht fast aus wie die Silberrüstung, oder? Habe ich das Schild dabei? Ne, also das Schild habe ich auf jeden Fall aufgehoben. Das Schwarzritterschild, das habe ich nett verkauft. Naja, können wir im New Game Plus dann nochmal anziehen. So, wir nehmen natürlich wieder unsere fette Rüstung, ist doch klar. So. Bloß nicht runterfallen. Jetzt auf den letzten Metern steht da unten noch einer. Nee, das sah nur so aus. Ich denke mal, ich muss da runter, ne? Ja. Oh, da. Ah, da ist die Nebelwand. Da geht's in den Bosskampf. Wäre schon toll, wenn ich das First Try schaffe. Oh, da kommt noch einer. Noch zwei sogar. Warum springt denn der eigentlich nicht? Ach so, jetzt springt er. Okay. Oh, zack. Oh, Mist. Nein. Oh, oh, oh. Ja, da war ich wieder zu übermütig. Komm, ich trinke noch einen, oder? Geh weg. Nein, 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 nein. Oh, warum wollte ich denn jetzt treten? Du, Alter. Scheiße. Ach. Ach, Mann. Ah, wenn man da ein bisschen unkonzentriert an die Sache geht, bestraft einen das Spiel direkt. Ach ja, Dark Souls, ey. Hast du mich auf den letzten Metern nochmal erwischt? Lol, wie soll denn dann der Endkampf werden, wenn wir so schon abkacken? So, jetzt haben wir es mal hier ein bisschen schneller. Komm her, komm her! Ich probiere mal ohne Schild zu kämpfen. Oh, es reicht nicht. Dann muss ich trotzdem 3 Hits machen. Jetzt gibt es hier nochmal diese ganzen grauen Brocken. Hätte ich meinen Evelyn noch weiter aufpumpen können. Ja, könnte ich ja eigentlich immer noch machen, ne? Aber nee. Nee, wir wollen das jetzt endlich mal zu Ende bringen. Wahrscheinlich sterbe ich nochmal, weil ich hier jetzt ohne Schild kämpfe. Oh, ich wollte eigentlich springen. Falsche Taste gedrückt. Ja. Wie kannst denn du mit deinem komischen Schwert schneller sein? Ach so, da fällt mir ein, ich sollte ja mal hier mit Havels Schild parieren. Dann soll ja auch was passieren. Ja, mal machen. Ja, wahrscheinlich, mir vorstellen, gibt es irgendwie eine Druckwelle und dann stoße ich meinen Gegner richtig weit zurück, dass der hinfällt oder so, ne? Das wäre doch was. Oh, was macht er? Lol. Was ist das? Lol. Oh, war. Ich sehe es schon kommen. Ich sterbe hier nochmal. Was habe ich denn jetzt? Bin ich jetzt. Guck mal, da sind Kristalle aus mir gewachsen. Das ist wahrscheinlich nochmal ein extra Schutz oder sowas, ne? Hä?
Oh. Jetzt habe ich das kaputt gemacht, weil ich mein Wunder benutzt habe. Naja, egal. So, zwei Stück noch und dann sind wir endlich im Endkampf. Zap, zap jetzt hier. Hurtig, hurtig. Komm. Boah. Was? Noch nicht tot. Die droppen hier noch einiges am Brocken, ey. Ach, das geht immer. Doch, da ist die Nebelwand. Oh, du hast. Alter, was hast du? Ach, du hast die Hellbade, ne? Die habe ich auch. Guck mal. Aber irgendwie kann ich damit besser umgehen. So, das Schild, ja, das hatte ich schon. Gut, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Dann gehen wir mal rein. Boah, hoffentlich ist der nicht so schwer wie Artorias oder so. Oh, du hast ein brennendes Schwert. Das ist ja gemein. Oh, fuck. Alter, übertreib's mal nicht. Ah, verdammt. Du schlägst aber echt schnell. Übertreibt. Was der für eine Reichweite hat. Jetzt lass mal gut sein, ey. Fuck, Mann. Nein, nicht greifen, nicht greifen. Genau, geh mal weg. So. Ah. 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 Jetzt bin ich dran. Ah. 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 Ich würde gerne noch was trinken. Oh, verdammt. Was für ein Schwert, Alter, ey. Ja, aber... Ah, ah, ah. Das war aber knapp jetzt. Eieieiei. Für einen Endboss. Ganz schön schwach. Seele, Asche, Fürst, Gwyn. Damit kann ich doch jetzt eh nichts mehr machen, oder? Ja, und nu? Guck mal, gab's nochmal ordentlich Seelen. Aber wofür? Die kann ich doch jetzt gar nicht mehr benutzen, oder? Vor allem, was muss ich denn jetzt machen? Ah, hier geht's hoch. Nee, doch nicht. Oder da drüben? Hä? Ach, Dark Souls hier. Auf den letzten Metern könntest du mir ruhig verraten, was ich machen soll. Hilfe!
hier wieder rausgehen, oder was? Na, guck mal an. My lord, bless thy safe return. Let Karth and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. Wie True Dark? Wie habe ich mich denn jetzt entschieden? Ich weiß, dass es ein gutes und ein schlechtes Ende gibt, aber hä? Habe ich jetzt das böse Ende oder was? Oh, die Musik ist ganz schön laut hier. Da muss ich ein bisschen lauter reden, damit ihr mich noch versteht. Man muss es wirklich mehrmals spielen, um das hier zu raffen. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen, aber... Ist das jetzt das böse Ende? Ja, ne? Wollte ich gar nicht. Ist ja komisch. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier der neue Herrscher über, wie hieß das Land? Ach, so lange her. Im Intro haben sie das mal gesagt, wie die Welt hier hieß. Also ist das. Ich habe das Spiel ja jetzt über Monate hinweg gespielt mit der Aufnahme. Ne? Da vergisst man halt sowas auch. Ne? Ihr spielt ja dann sowas am Stück und wahrscheinlich binnen einer Woche durch oder noch schneller. Ja, das ist halt das Schwierige daran beim Let's Playen, wenn man das Ganze über einen so langen Zeitraum machen muss. Ja, Dark Souls. Also, ich finde es ein unheimlich geiles Spiel. Das hat's von Anhieb in meine... Muss ich mal überlegen. In meine Top 3 der All-Time-Favorites geschafft. Ist es Platz 3? Was haben wir denn da? Final Fantasy, Half-Life, dann Dark Souls? Ja, eigentlich nicht, weil Silent Hill... Silent Hill 1 und 2, also naja, in die Top 5 All-Time-Favorite kann man also sagen, also zumindest für mich persönlich. Ach Mann, warum ist die Musik so laut? Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört. Also wahrscheinlich hört ihr mich schon, weil ich schreie, aber ich weiß gar nicht, ob ich zu laut schreie. Ich finde es ein unheimlich geiles Spiel. Mir gefällt so dieses dunkle, dreckige, erwachsene Fantasy-Setting ungemein. Also so könnten ruhig viel mehr Spiele sein. Also das ist ja was ganz anderes wie zum Beispiel Skyrim. Ne? Skyrim hat auch ein geiles Setting und das ist auch schön gemacht, aber mir gefällt dieses Verdorbene richtig gut. Ne? Dieses ja, sehr Erwachsene halt. Ne? Ja, storymäßig habe ich halt, habt ihr ja schon mitbekommen, noch nicht ganz so viel gerafft und jetzt wird es schon wieder so laut. Ich werde mir das im New Game Plus nochmal besser anschauen und mir da die Wiki auch mal zur Hilfe nehmen, dass ich da einfach auch mehr verstehe. Ich weiß noch nicht, ob ich das direkt aufnehme. Also was auf jeden Fall nicht passieren wird, es wird jetzt nicht direkt im Anschluss ein New Game Plus Spiel kommen, das ist klar. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da mal so ein Zeitraffer-Let's Play draus mache, weil Dark Souls ist ja doch ein bisschen behäbiger. Wenn ich da mit so einer schweren Rüstung durch die Gegend renne, könnte man das ja durchaus auch mit Zeitraffer machen, um das Spiel einfach ein bisschen beschleunigt zu zeigen. Und dann immer nur bei den Cutscenes den Zeitraffer rausmachen. Das muss ich mal überlegen. Vielleicht nehme ich es auch gar nicht auf, vielleicht spiele ich es auch offscreen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen, ob ihr das gerne nochmal sehen wollt, wie ich das Spiel... Ja, dann, ich sag jetzt mal, als angehender Veteran durchspielen werde. Was ist ein New Game Plus? Ja, ihr wisst es eh. Sodius hatte mich mal gefragt, beziehungsweise er wusste nicht, was das ist. Es ist eigentlich das gleiche Spiel nochmal, nur dass die Gegner wohl irgendwie doppelt so schwer sind oder so. Wird halt noch herausfordernder. Das ist sicherlich nur bei dem einen oder anderen Boss richtig frustrierend. Werd's mal in... naher oder ferner Zukunft einfach mal selber ausprobieren. Ich kann da ja selbst noch keine Erfahrung von keiner Erfahrung berichten. Ja, die Musik ist auch super geil.
von Dark Souls. Ich habe den Soundtrack schon rauf und runter gehört. Ich mag den total. Auch dieses Lied hier wieder. Es ist einfach sehr, sehr schön. Ja, Leute. Das waren fast 80 Stunden Dark Souls. Ich werde auch nie wieder ein Let's Play machen, wo ich Parts bis zu einer Stunde lang werden lasse. Ach, guck mal hier. Geht direkt. Yes, indeed. Geht direkt ins New the Game dark Plus. Sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Tja, so hat alles begonnen. Jetzt sitzen wir da schon wieder. Aber wir haben wenigstens unsere Ausrüstung dabei. Ich denke, wir sind jetzt hier Chef über die Welt. Ach ja. Ist irgendwie auch irgendwie ein cooler Schachzug von den Entwicklern oder überhaupt so in der Story. Dass so ziemlich alle Charaktere, auf die man trifft... Oh, guck mal, ich habe sogar meine 86.000 Seelen mitgenommen. Dass so ziemlich alle Charaktere, auf die man trifft, früher oder später verrückt werden, ne? Und sich irgendwie selbst Schaden zufügen, beziehungsweise dann von uns, dem Charakter, getötet werden. Ja, ich wandere mal jetzt noch schnell bis zum ersten Leuchtfeuer. Damit das auch mal gespeichert wird. Ja, willkommen im New Game Plus. Gott, wie geil das damals war, oder? Da fängt das Spiel hier an und du siehst, das Erste, was du siehst hier, ist dieser fette Dämon und du denkst dir so, boah, ey. Boah, was ein fettes Vieh. Dabei bekämpft man den erst viel später. Zumal man ja dann auch noch glaubt, dass man dem gleich gegenübersteht, ne? Weil man trifft er ja quasi auf seinen kleinen Untertan, seinen kleinen Bruder oder was auch immer. Und ja, als Noob erkennt man das ja gar nicht. Ob das jetzt der verirrte Chaos-Dämon ist oder ob es nur der Chaos-Dämon ist, das rafft man ja nicht. So, da hockt er, unten im Wasser. Natürlich schon geil, das Spiel jetzt nochmal anzufangen mit komplett gelevelten Charakter. Da schon richtig Bock drauf, muss ich sagen. Na schade, wir sind wieder in der Hülle. Juhu! Ja, das Feuer habe ich auch aufgelevelt, aber ich glaube nur auf Stufe 2. Deswegen ist die Flamme auch nicht so groß. Ja! Das war's dann mit Dark Souls. Ich hoffe, der letzte Part hat euch noch gefallen. Oh, ich hab sogar meine Kiste. Ich hab mein gesamtes Inventar dabei. Und die Kernstücke. Erhalte eine unfassbare Macht. Die Seele des großen Sonnenlicht und Aschfürst Gwyn, der die erste Flamme band. Fürst Gwyn übergab den Großteil seiner Macht den Göttern und brannte als Asche für die erste Flamme. Doch seine Seele ist außerordentlich mächtig. Ich würde sie jetzt gerne mal benutzen, aber ich glaube dann lieber nicht. Weiß nicht, vielleicht braucht man die irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Guck mal hier, ich habe sogar plus 5 wieder. Geil. Ja, fett. Gut,
Schlüssel haben wir nicht. Die ganzen Zauber hat man dabei, die ganzen Waffen. Und sogar alle Ringe. Oder fast alle. Ich glaube, ich hatte mal mehr. Ja. Dann ist das doch jetzt noch ein schöner Abschluss. Wir erreichen noch nicht Level 100. Lol. Warum kann ich hier nicht aufsteigen? Was soll das? Man weiß es nicht. Gut, ich werde aber hier Schluss machen und vielleicht geht es ja hier mal irgendwann weiter, auch als Let's Play in einem New Game Plus mit unserem Krieger Langster, der dann auf Ausdauer und Beweglichkeit getrimmt wird. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über Kommentare freuen und wünsche euch dann ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Ich denke, weiter wird es dann gehen mit Metro 2033. Das Ganze werde ich entweder auf Schwer- oder im Ranger-Modus angehen und mit russischer Sprachausgabe, aber deutsche Untertitel, einfach der Atmosphäre wegen. Ne? Metro, halt auch so ein saugeiles Spiel. Muss man mal gesehen haben und vielleicht schaltet ihr dann noch rein, wenn es losgeht. Ja, Dark Souls, mein Gott, wir haben es geschafft. Es ist tatsächlich vorbei. Guck mal, was steht denn da oben? Was steht denn da? Ach so, da steht schon... Ah, siehst du? Der steht schon da oben. Das sieht man ja. Lol, das ist mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen. Ach, man, ja, man muss es wirklich nochmal angehen. Man wird so viele neue Sachen sehen und feststellen und was auch immer. Ja, aber ich muss jetzt mal Schluss machen hier. Verdammt nochmal. Das war euer Langster und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bye, bye. Euer Langster müsste jetzt eigentlich kommen, ne? Aber ich habe die Reihenfolge verändert. Naja, egal. Wir hören uns wieder in meinen anderen Projekten, wenn ihr denn möchtet, oder in meinem neuen Projekt Metro. Jetzt aber. Bye, bye. Euer Langster.